Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Einführung. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein und ja, ich fange einfach gleich an. Wahrheit und Verzweiflung gehören zusammen. Jede kennt die Formulierung einer ungemütlichen Wahrheit. Wahrheiten können niederschmetternd sein. Sie können entmutigen. Sie können zur Verzweiflung treiben. Und dies hat, wie ich im Folgenden zeigen möchte, auch einen systematischen Grund. Ein Grund auch, der politisch entscheidend ist. Die enge Verbindung von Wahrheit und Verzweiflung ist mindestens so alt wie die Aufklärung. 1801 vermerkt etwa Heinrich von Kleist in einem Brief an Wilhelmine von Zenge, wohl vor dem Hintergrund seiner Kantlektüre: Wir können nicht entscheiden, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist oder ob es uns nur so scheint. Ach, Wilhelmine, wenn die Spitze dieses Gedankens dein Herz nicht trifft, so lächle nicht über einen anderen, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken und ich habe nun keines mehr. Seit dieser Überzeugung nämlich, dass hienieden keine Wahrheit zu finden ist, vor meine Seele trat, habe ich nicht wieder ein Buch angerührt. Die Wahrheit als höchstes Ziel bricht für Kleist weg, weil er begreift, dass es keine Möglichkeit gibt zu entscheiden, was wahrhaftig war. Man könnte auch sagen, was endgültig wahr ist. Diese Relativierung des Wahren ist eine Zumutung. Eine Zumutung aber, der zu begegnen ist und die es zu bewahren gilt. Über 200 Jahre nach Kleists verzweifelter Notiz ist die Rede von einem postfaktischen Zeitalter zu einer dominanten Gegenwartsdiagnose avanciert. Die Diagnose legt nahe, es handle sich um ein Zeitalter, das sich um Fakten nicht mehr schert, in dem Kellyanne Conway, eine Sprecherin des Weißen Hauses, erklärt: Our press secretary gave alternative facts. Einem Zeitalter also, in dem Wahrheiten pluralisiert nebeneinander existieren können und damit den Zumutungen von Wahrheit nicht mehr begegnet wird. Jener Zumutung nämlich, dass Wahrheit keine letzten Gewissheiten liefert, Wahrheiten aber trotzdem nicht einfach gleichberechtigt nebeneinander stehen. Es ist der demokratische Charakter der Wahrheit, der hier auf dem Spiel steht. Letzten Wahrheiten, alternativlosen Fakten, haftet eine ebenso autoritäre, vereinheitlichende Tendenz an, wie der Rede von alternativen Fakten, die in Beliebigkeit mündet. Das deswegen, weil sie den verzweifelnden Charakter der Wahrheit leugnen und damit auch ihre demokratische Verfasstheit. Mit demokratischer Wahrheit meine ich nicht die Frage, also im Folgenden jetzt, nicht die Frage, welche Rolle Wahrheiten, Wissenschaft oder Expertinnentum in demokratischen Gesellschaften spielen, sondern eine der Wahrheit systematisch anhaftende Eigenschaft, diejenige der Umstrittenheit. Diese wird in demokratischen Verhältnissen freilich, und das hat Martin Sill ja auch schon angedeutet, besonders zur Geltung gebracht. Die demokratische Wahrheit ist eine öffnende Wahrheit, die Konflikte zulässt, ja sogar anstößt, nicht aber ein für alle Mal beschließt. Wenn sich das Postfaktische durchsetzt, gilt es, die Wahrheit zurückzuerobern und zu verteidigen, wie es WissenschaftlerInnen weltweit versuchen. Allein es stellt sich die Frage, wie eine solche Gegenbewegung aussehen kann. Kernintuition meiner folgenden Überlegungen ist, dass es einem Anspruch auf Wahrheit nicht darum gehen kann, hinter wissenschaftstheoretische Grundeinsichten in die Kontextgebundenheit, Geschichtlichkeit und Umstrittenheit von Wahrheit zurückzufallen. Das heißt, es ist die demokratische Wahrheit, diejenige, die auch Verzweiflungen mit sich führt, die es zu reklamieren gilt. Im Folgenden möchte ich die von der Wissenschaft selbst gegebene Antwort auf diese Entwicklungen thematisieren und aus einer feministischen Perspektive komplizieren. Der wohl medial wirksamste Rückeroberungsversuch der Wahrheit von Seiten der wissenschaftlichen Community war das globale Großevent des March for Science. Dieser fand erstmals am Earth Day 2017 statt. Nach Angaben der VeranstalterInnen gingen weltweit 1,3 Millionen Menschen in 600 Städten auf die Straße, um gegen finanzielle Kürzungen in der Forschungsförderung zu demonstrieren und eine an wissenschaftlichen Fakten orientierte Politik zu fordern. Einer der wichtigsten Slogans des Events war: There is no alternative to facts. Auf den ersten Blick scheint es kompliziert oder auch gefährlich, angesichts der genannten weltpolitischen Gemengelage, etwas gegen diesen Slogan zu sagen. Welche Wissenschaftlerin will sich schon gegen Fakten positionieren? Ich will das auch nicht.
Die Rede von alternativlosen Fakten ist aber eine scientistisch-totalitäre Tendenz inhärent. Tritt Wissenschaft mit einem solchen Credo an, macht sie sich nicht nur zur Komplizin vermeintlich alternativloser neoliberaler Politiken der vergangenen Jahre, sondern verleugnet auch wissenschaftstheoretische Grundeinsichten, die Kleist vor 200 Jahren noch angemessenerweise zur Verzweiflung trieben. Seit der Aufklärung hat sich die soziologische Aufklärung über Wissensproduktion und das Funktionieren von Wissenschaft in vielen Hinsichten weiterentwickelt. Während wissenschaftshistorische Studien Wahrheit vor allen Dingen historisch relativierten, ist mit den Social Studies of Science und im Anschluss daran den Science and Technology Studies seit den 1970er Jahren auch die Frage nach den Forschungspraktiken ins Zentrum gerückt. Dieser Fokus weist aus, dass Wahrheiten in sozialer Praxis aufwendig und kompetent fabriziert werden. Etwa Bruno Latour und Steve Woolgar zeigten in ihren 1979 erstmals publizierten ethnografischen Laborstudien eindrücklich, wie wissenschaftliches Wissen hergestellt wird. Nämlich in verteilten pragmatischen Verfahren, die sich umgekehrt zur Doxa der Forschung bzw. zur Darstellung in Projektanträgen und wissenschaftlichen Publikationen verhalten. Einer Praxis zudem, die nicht nur notwendig von Norm- und Wertvorstellungen durchdrungen ist, sondern auch von Kämpfen und Machtprozessen. Die Apparate der Wissensproduktion sind hierbei einerseits eingebettet in ein politisches System der Forschungsförderung mit seinen inhaltlichen Moden und formalen Honorierungen, und sie sind auch von der je spezifischen historischen Situation mit ihren Hegemonien geprägt, den Fragen und Themen einer Zeit. Andererseits sind aber auch Forschungseinrichtungen und ihr Personal selbst nicht aus der sozialen Welt herausgelöst, wenn sie Wissenschaft betreiben. Also die Grenze, die sozusagen auf diesem Comic gezogen wird zwischen Labor und Außenwelt, ist nicht so stabil, wie das da nahegelegt wird. Deutlich wird hier, dass eine neutrale Wissensproduktion mit einem von der Welt losgelösten Blick notwendig illusorisch, ja impraktikabel ist. An die Seite historisierender Analysen, die eine Geschichtsschreibung der Wahrheit ins Zentrum stellen, etwa bei Foucault, tritt damit auch eine empirische Relativierung von Wahrheit durch die Rekonstruktion der situierten Herstellungsprozesse von Fakten. Derlei Einsichten sind sehr wohl auch in einer breiteren Öffentlichkeit angekommen. Einem trotzigen Scientismus oder naiven Positivismus wird allenthalben mit Skepsis begegnet. Die Berufung auf alternativlose Fakten von Seiten der Wissenschaft mutet vor diesem Hintergrund ihrerseits verzweifelt an und erklärt sich wohl wiederum aus der weltpolitischen Lage. Eine Insistenz auf das überkommene Wahrheitsversprechen von harter Wissenschaft koppelt die Wahrheit aber gerade von der entscheidenden Verzweiflung ab. Diese Abkopplung ist folgenreich. Sie gibt die demokratische Wahrheit zugunsten einer autoritativen Wahrheit preis. Der Ruf nach harter Wissenschaft suggeriert eine Einheitsvorstellung von Wissenschaft, die entlang uneinholbarer Reinheitsgebote für die Fabrikation von Wissen gleichsam die verschiedenen Apparate der Wissensproduktion nicht nur in eine einzige Forschungslogik zwingen möchte, sondern sie auch von den eigentlichen Forschungsproblemen der unhintergehbaren Situiertheit von Wissen, von der Welt also, abschneidet. Der Slogan "There is no alternative to facts" ist in dieser Weise nicht nur irreführend, sondern auch dogmatisch. Als Dogma entkoppelt er Fakten von ihrer Herstellung und von den Möglichkeiten ihrer Hinterfragung. Ihre Umstrittenheit wird preisgegeben und damit auch das, was man ihre demokratische Verfasstheit nennen kann. Das wirft Fragen auf. Unter anderem diese. Welche anderen Wege gibt es heute, Wahrheit jenseits verabsolutierender Idealisierungen und revisionistischer Dogmen zurückzuerobern? Entscheidend erscheint mir in diesem Zusammenhang, einen Wahrheitsbegriff zu konzipieren, der die Positionalität von Forschung und Forschenden mitdenkt und sich der Verzweiflung an und in der Wahrheit aussetzt. Dazu bedarf es einer Bereitschaft zur Befragung des je eigenen Standpunktes innerhalb der Wissensproduktion sowie der offensiven Austragung des gemeinsamen Ringens um Wahrheit. Mit der Frage, welche ethische Haltung einen Umgang mit der so verstandenen Wahrheit ermöglicht, rang Michel Foucault in seiner letzten Vorlesung am Collège de France 1983-84 der Mut zur Wahrheit. Hier wirft er die Frage auf, wo die Sorge um die Wahrheit diese ständig in Frage stellt, was ist da die Existenzform, die dieses in Frage stellen ermöglicht? Welche Art von Leben wird notwendig,
sobald die Wahrheit nicht mehr notwendig ist? Gerade diese Frage ist es, die wir, und damit meine ich Wissenschaft und Öffentlichkeit, uns heute stellen müssen. Foucaults Frage lässt sich vor dem gegenwärtigen Hintergrund vielleicht auch wie folgt reformulieren. Welche Formen der Wissensproduktion ermöglichen es, den demokratischen Charakter von Wahrheit als verzweifelnder Wahrheit zu bewahren, ohne Wahrheitsansprüche per se aufzugeben? Sie werden sich nun vielleicht fragen, was all das denn nun mit dem Feminismus oder mit einer feministischen Perspektive zu tun hat. Es hat sehr viel damit zu tun. Die Forschungstradition feministischer und auch postkolonialer Wissenschaftskritik hat sich intensiv mit der Frage befasst, wie bessere Darstellungen der Welt möglich werden können, ohne dass die Positionalität und Situiertheit von Forschung wie Forschenden verleugnet wird. Hierbei geht es keineswegs darum, Wissenschaft abzuwerten oder wissenschaftliches Wissen allein einer Dekonstruktion zu unterziehen, sondern darum, eine andere Haltung in den Wissenschaften zu etablieren. Eine Haltung, die die Kontingenz von Wissen ebenso anerkennt, wie sie dem Grundsatz folgt, dass es bessere und schlechtere, adäquate und inadäquate, angemessene und unangemessene, gesättigte und reduktionistische Darstellungen der Welt gibt. Während auch die sich nicht als feministisch beschreibenden Science and Technology Studies oder die Teile dieser Disziplin, also die feministische Wissenschaftskritik ist auch Teil dieser Subdisziplin Science and Technology Studies, aber auch die sich nicht feministisch beschreiben, haben bereits darauf hingewiesen, dass es Forschenden unmöglich ist, sich sozusagen unsichtbar zu machen und von der Welt abzukoppeln, wenn Wissen produziert wird. Da geht die feministische Wissenschaftskritik einen Schritt weiter. Etwa die US-amerikanische Biologin und feministische Theoretikerin Donna Haraway zeigte, dass der göttliche Trick maßgeblich vergeschlechtlicht ist. Mit dem göttlichen Trick beschreibt sie eine souveräne, erkennende Subjektposition, die ihre eigene Körperlichkeit und Eingebundenheit in die Welt und in die je lokalisierten Apparate der Wissensproduktion leugnet. Demgegenüber stellt Haraway eine feministische Konzeption von Objektivität, die davon ausgeht, dass Objektivität an Positionalität gebunden ist. Die kollektive Bearbeitung dieser Positionalität ist Voraussetzung für Objektivität. Das Objekt einer solchen Wissensproduktion ist keine Göttin, die sich aus der Welt herausnehmen kann, sondern eine verwurzelte und eingebundene Position. Sie bricht mit der Vorstellung epistemischer Souveränität und ist sich ihrer auch politischen Positioniertheit bewusst. Haraway konstatiert in ihrer Kritik der Leugnung von Eingebundenheit daher auch, und ich finde das Bild immer ganz schön, I'm a creator of the mud, not the sky. Dieses Argument ist zutiefst feministisch und antikolonial, weil Haraway zeigen kann, dass die Beanspruchung eines entkörperten Blicks auf die Welt vor allem weißen, männlichen Subjektpositionen vorbehalten ist. Die Idee des Herauslösens aus Beziehungen und Abhängigkeiten ist männlich konnotiert. Objektivität ist in den modernen Wissenschaften an eben diese Entkörperungs- und Unabhängigkeitsfantasie gekoppelt. Und es sind diese Fantasien, die mit Neutralität gleichgesetzt werden. Die unmarkierten Körper, also Körper, denen nichts Abweichendes, Stigmatisierbares zugeschrieben wird, können objektives Wissen produzieren. Ihre Körperlichkeit und die Beziehung zur Welt, in denen sie konstitutiv eingebunden sind, können nur jene Subjektpositionen verleugnen, deren Körperlichkeit nicht als monströs aufdrängend konzipiert ist. Hier werden rassifiziert gelesene Positionen genauso ausgeschlossen wie die weiblich gelesene Körperlichkeit. Deren Reproduktionsfähigkeit allein genügt, um sie als voreingenommen oder gebiased zu diskreditieren. Exemplarisch ist hier etwa die Interviewaussage eines Gegners von Schwangerschaftsabbrüchen aus dem vergangenen Frühjahr. Die interviewende Person fragt: Nur Frauen können schwanger und deshalb auch ungewollt schwanger werden. Sehen Sie es als Problem, wenn Sie als Mann, dass Sie als Mann Anzeige erstatten? Und er antwortet: Nein. Die Tatsache, dass ich ein Mann bin und keine Frau, also nicht selber schwanger werden kann, das sehe ich sogar so. Ich kann deshalb, sage ich mal, nicht so voreingenommen sein, sondern objektiv damit umgehen. Frauen und anderen als anders Markierten wird die Fähigkeit abgesprochen, objektives, nicht durch Interessen oder Betroffenheit verunreinigtes Wissen herzustellen. Hier schlagen herrschaftsförmige, wirkmächtige gesellschaftliche Dualismen durch.
Die Identifikation des Weiblichen mit dem Natürlichen, mit Reproduktion und Körperlichkeit, trägt zu dieser epistemischen Ab- oder gar Entwertung bei. Das kulturelle, rationale ist ihr anderes. Daher ist ihr Wissen verunreinigt. Vermeintlich verunreinigt, betroffen, gebiased. Ähnliche Dualismen, das hatte ich eben schon angedeutet, treffen nicht nur weiblich gelesene Personen, sondern auch rassifiziert gelesene Körper, denen eine ganz ähnliche Natürlichkeit und damit verbunden eine bestimmte Interessenlage oder Voreingenommenheit zugeschrieben wird. Paradoxerweise kommt man dann zu dem Schluss, wer eine Position hat, kann nicht objektiv wissen. Dabei ist es gerade die Position und die Situierung in einem Geschehen, die Wissen ermöglicht. Diese Einsicht versucht die feministische Wissenschaftstheorie in einem ersten Schritt sichtbar, in einem zweiten Schritt für eine reichere und darin objektivere Wissensproduktion fruchtbar zu machen. Ihr geht es nicht nur darum, die Neutralitätsfantasie der Wissenschaften zu entzaubern oder zu entlarven. Es ist auch ihr Anliegen, Antworten auf jene Frage zu geben, die ich im Anschluss an Foucault wie folgt reformuliert hatte. Welche Formen der Wissensproduktion ermöglichen es, den demokratischen Charakter der Wahrheit als verzweifelnder Wahrheit zu bewahren, ohne Wahrheitsansprüche per se aufzugeben? Ich möchte abschließend drei feministische Antworten auf diese Frage andeuten. Erstens, die Anfälligkeit von Wahrheit, ihre historische und kontextuelle Verortung und die ihrer Herstellung anhaftenden komplexen und pragmatischen Prozesse sollen als Teil der Wissensproduktion einbezogen werden. Die offensive Bearbeitung dieser Zusammenhänge kann Objektivität stärken und kommt einem demokratischen, agonistischen und darin verzweifelnden Wahrheitsbegriff entgegen. Zweitens, die Fiktion epistemischer Souveränität, eines von der Welt abgelösten Blicks, von nirgendwo ist aufzugeben. Wahrheit, das ist ihre zur Verzweiflung treibende Eigenart, ist auf Subjekte ihrer Produktion angewiesen, die sich der Umstrittenheit und Offenheit der Wahrheiten, die sie produzieren, aussetzen. Das heißt, WissenschaftlerInnen müssen Fakten wirklich zur Disposition stellen. Nur so können etwa auch transdisziplinäre und im Übrigen auch innerdisziplinäre Verknüpfungen gelingen, die gegenwärtig mehr und mehr geboten sind. Denken Sie etwa an den Klimawandel. Also es ist ganz klar, dass unterschiedliche Verknüpfungen da stattfinden müssen. Das heißt, es muss auch irgendwie sozusagen man muss von seinem hohen Ross runterkommen, wo man denkt, ich habe sozusagen die harten Fakten. Reiches, objektives Wissen ist nämlich auch verknüpftes Wissen. Damit solche Verknüpfungen gelingen, ist es aber eine notwendige Bedingung, dass nicht immer schon eine Disziplin oder Subdisziplin die Wahrheit für sich pachtet. Ich hatte gezeigt, dass solch dogmatische Festschreibungen im Extremfall autoritative Wahrheiten sind. Und das ist dann eine Wahrheit, die beruhigt, vergewissert, abschließt und homogenisiert. Soll das demokratische Moment der Wahrheit bewahrt werden, muss es sich jedoch um die Wahrheit handeln, die angreifbar bleibt, um die gestritten wird, die offen für transdisziplinäre Irritationen und Verknüpfungen ist und die mit Gewissheiten brechen kann. Dies führt mich zu meinem dritten Punkt. Denn schließlich ist die verzweifelnde Wahrheit auch diejenige, die potenziell mit der Infragestellung des eigenen oder des als natürlich Vorausgesetzten einhergeht. Die demokratische Wahrheit ist in ihrer Unabgeschlossenheit auch potenziell transformativ. Das muss nicht immer heißen, dass sie emanzipatorisch ist. Sie kann es aber sein. Die feministische Einsicht liegt in diesem Zusammenhang gerade auch darin, dass Infragestellungen des eigenen damit einhergehen können, uns liebgewonnene Wahrheiten aufzugeben. Und das kann und muss manchmal auch zur Verzweiflung treiben. Dankeschön.